Zotte! Was ist er? Wollt ihr auch Moderation? Mit deinem Hut. Was sind wir heute? Wir sind in Hintertupfing. Ja. Weitschlatzer Wettbewerb. Ja. Der Rumreißer Franz und der Storscheißer Karl sind auch mit bei der Partie. Ja. Ich hoffe, dass wir da den Pott holen. Servus Burschen, wir sind wieder back heute im Motra 2023 in Sindelhofen Manuel, seiner Heimatstadt, oder? Kann man fast sagen. Fast. Ja. Heimatbezirk. Jawohl, wir sind in Neunkirchen. Heute mit dabei die Old Man Gang, oder? Jawohl. Ja, für euch heute erste wilde Orge 200 erste, Kilometer Ausfahrt, oder? Erste Ausfahrt, ja. Aber der Werner auf Ruhepuls. Okay. Genau. Ja. Und wie ist das Vorgefühl? Also das Vorgefühl ist gut auf der Maxi. Ja. Das Vorgefühl, ja. Ja, bierig, würde ich sagen. Bierig ist immer. Ja, da müssen wir nochmal nachtanken, dass das nicht weggeht. Genau. Ja. Also heute Freitag, Tag, was ist, steht heute an? Vorfahrt am Semmering, ne? Ja. Zauberbar. Also mal Testfahrt, ob es halt, ne? Ja, das wird schon hinhauen. Den Tagessieg holen wir sich auf jeden Fall auf der Zauberbar, oder? Wie schaut es aus mit dir, Kollege? Ich weiß nicht, wir müssen mal schauen, ob wir bis raufkommen. Dann können wir den Tagessieg weiterreden. Aber schauen wir mal, dass wir raufkommen, oder? Okay. Einfach eine kurze Frage noch, wie kriegt man den Tagessieg? Man erzählt nicht alle seine Geheimnisse. Okay. Wieder auf Achse hergefahren. Sowieso. 100 Kilometer, verratzen Sie das jetzt schon? 750 so was. Bist du deppert, he? Gott, ja. Das heißt, du bist jetzt schon rum gesessen. Ja, ja. Ja. Aber gehst schon wieder gut getrunken, ja, passt das. Tappeler, 12.51 Uhr eine Stunde hast du noch, was sagst du? Ja, jetzt werden wir noch mal da weniger. Ja. Du schaust eh schon in alle Richtungen. Komm mal vor. Miert bin ich. Auto aus VW Audi Seat 12er Cooper. Joel startet gerade an, oder? Ja. Rufe schon drauf. Jawohl.
Erster Zwischenstopp, oder was? Ja, sicher. Und wie läuft's? Wie läuft's? Perfekt. Sind wir noch nicht durch, oder was? Was ist los, Buffalo? Bist du angekommen endlich, oder was? Ja. Was war jetzt los? Ja, ich bin mit euch weggefahren und nach 200 Metern war es aus. Was war aus? Was hat es gesagt? Nasis hat es gesagt. Das Zündkabel ist von der Spur rausgegangen. Ja, wie gibt's sowas? Frag mich nicht. Was hast du für Zündung? Bosch. Und wie hast du das jetzt reingebracht? Indem ich die ganze Zündung gelegt habe. Nein. Das sicher. Alles mit, Kollege. Jetzt die Reparaturen bei der OMG, oder was? Jawohl. Das ist bis jetzt gegangen, kurzes Hinweis. Perfekt, alles super. Ja. Super gerinnt. Ja, also euer Moped-Mechaniker, wenn er das sieht, der Friedl. Alles gehalten bis jetzt. Alles gehalten. Ja, optimal. Alter, so ein Panorama da im Hintergrund, die Berge. Ja, das sind nur Glanzberger. 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 Aber ich glaube, das wird ja nichts bringen. So ich glaube, es wird nichts bringen, ja. Ich glaube, es wird ein wenig. Ich glaube, wir müssen das ausbauen. Hm? Ich weiß auch nicht, was mit Zotten und Lachen ist, dass bergauf wo ich oben bin. Ich werde eh nicht nichts geschafft, das kann ich sowieso nicht sein. Das ist geil. Häng da gleich zu mir mit einem Kabelbinder. Ich bin da gar nicht drin. Nein. Ein Milch war eigentlich auch leibend, gell? Geht voll auch? Man hört sogar. Ja. Wirklich? Mhm. Du hörst es mit dem Helm nicht, aber man hört ja nichts. Ja, nur am Oben. Der, der die Pfanne hat, der muss das erste drin. Und jeder Pfannenbeteiligte muss auch drin. Wieder erklärt das gleich mal. Gute Idee. Gute Idee. Erklären Sie das da gleich. Jeder, der eine Pfanne hat, muss vom Pfannenschnaps trinken. Ja. Der, der die Pfanne als erstes hat, darf als erstes trinken. Okay. Alle weiteren, was dabei waren bei dem Lehrmessen. Ja, aber sicher. Oder? Jeder, was aufgehalten hat, muss auch mittrinken. Wir sind mit Standard. Mitgehangen. Ja. Okay. Auf die Pfanne. Auf die Pfanne. Ich sehe das, ihr habt das schon ein paar Mal durchlebt. Ja, ja, wir fahren immer wieder im Balkan und ja. Eine Pfanne ist halt alle 30 Kilometer. Du hast eh ja gerade mit dem Präsidenten sprichst du da ja. Und mit dem obersten Bayerngerichtshofvertreter. Ja. Okay. Also, du bist ja ganz heiß an der Quelle. Wahnsinn, hä? Maximale Belastung für Mensch und Maschine. Ich würde das mal gerne. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das habe ich auch noch nicht gesehen.
Taxa reißen. So geil. Wenn ich jetzt sage, es dauert 15 Minuten und die Panne dauert dann länger, dann ist schon wieder die nächste Panne. Okay. Dann zählst du das neue Panne. Dann ist die eine Panne vorbei und es ist schon wieder eine neue. Man muss eine neue Pannenzeit ausrufen. Und die Pannenzeit ist leider vorüber, also müssen wir wieder Pannenschnaps. Wieder Pannenschnaps. Erst Marker, wir sollten heute glaube ich nicht so spart, aber es fahren. Warum? Ein Schnaps kaufen. An die Schraufen, was ich gehört habe. Freitag, heute, erster Tag, wie es klappt. Ja, gut, ein bisschen zangelt bei mir. Ja. Bei den anderen ein wenig zangelt. Ja. Hat schon hingehört. Okay. Und morgen geht es dann, greifen Sie richtig an, oder? Morgen gibt es einen Tag. Morgen ist ein richtiger Tag. 210 Kilometer, wie verabschieden Sie für heute? Wir sehen uns morgen wieder. Arrivederci. Tschüss. Mach die Begrüßung für den heutigen Tag. Männer, Tag 2. Mann und Maschine gegen die Natur. Es wird ein Wahnsinn. Wir haben kaum geschlafen, wir haben geschwitzt wie die Hunde. Weil es so heiß war, nicht vor Angst natürlich. Letzter Maschinencheck, die Babys werden einmal gebügelt, gepflegt, abgeküsst. Ja, also man kann sagen... Persönlich hoffe ich, dass ich das halt nicht brauche. Also man kann sagen, wir sind über Nacht zu Supermotorfahrer geworden, oder? Wir sind... Das ist jetzt nicht nur eine Redewendung. Ja, wir sind wortwörtlich zu Supermotorfahrern geworden. Wir haben sie nämlich der Supermoto-Streckendienst-Service-Dienstleistungsgruppe angeschlossen. Ja. Ja. Massive Verwechslung im Hotel um 22 Uhr. Ja. Die Konsequenzen werden sie erst morgen zeigen dann beim Auschecken. Ja. Aber wie schlafen wir in so einem Supermotorfahrer auf LTEC? Härter. Ist ihr auch bereit für heute? Voll bereit. Ja. Ein bisschen kleine Reihe haben die Supermotorfahrer als wir Maxifahrer, aber ansonsten... Passt ja. Recht gut. Okay, ja. Waffelad auch bereit, oder was? Da ist der, sag mal, ein Asphaltausschlag von gestern, ne? Ah, hat schon hin. Ja. Ringwandel auch noch. Super. Ja, sicher. Hoffentlich brauchen wir es nicht mehr. Perfekt. Also heute haben wir wie viel? 220 Kilometer, 5000 Höhenmeter stehen am Plan, gell? Alles über 20 Kilometer fühlt sich glaube ich gleich dann am Sitz und in die Hände. Also die Extremitäten werden wir nicht mehr lang spüren jetzt da. Ja. Morgen. Okay. Ja, in ein paar Minuten geht's los. Wir schauen jetzt vier zum Start und dann wird es richtig spannend wieder. Kann das auch rennen? Burschen zeigt keiner gleich ein Moped da für die Kamera. Du alter Vespa-Fahrer, gell? Ja. Ja. Und da haben wir Bonnie gerettet, oder? Ja. Ja. Nicht schlecht. Oh, ja. Das ist gut, ja? We'll be right back.
Ich weiß nicht, wo wir rumgefahren sind. Jeder will schon zuerst, du sagst. Erster Zwischenstopp jetzt. Super. Wie rennt's bis jetzt? Alles super, wir haben noch keine Zwischenfälle gehabt. Ja. Wir haben uns nur gedacht, vielleicht schaffen wir es gar nicht daher. Okay. Also war ganz knapp von der Zeit her. Ja. Aber geht's ja aus. Pannenschnaps ist schon leer, hast du gerade erzählt. Pannenschnaps ist leer, aber ich werde mir da jetzt bald einen Spar suchen und. Okay, ist ein kurzer Lagebericht. Ja, ersten Kulmreib haben wir schon gehabt, ja. Aber wir sind zuversichtlich, es geht weiter. Ja. Da wird einfach fetter gemischt. Ja. Was haben wir jetzt im ersten Zwischenstopp? Wie viele Kilometer haben wir circa? Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. 53 Kilometer. 53 haben wir schon. Da sind wir eh schon bald daheim auch wieder. Sotte, wie viel Sprit hast du schon überfahren? Also ich selber halber Zell, das Moped, ich glaube 3-4 Liter. Okay. Ein Liter pro Base quasi. Ich glaube, ich bin schon zu Hause jetzt bereit für Interviewgrenzen. Was war jetzt los alles? Ja, es ist ein kleiner Schluck auf de facto. Mehr war das eigentlich nicht. Ja, okay. Lass uns. Ja, ich bin da immer fast auf Ruhepuls, ja, wenn ich so greife. Also. Das ist gut, das ist gut. Zum Wohl. Checkpoint. Wie läuft es bis jetzt? Ja, von unserer Seite super geil, aber ja. Einige Ausfälle. Ja, Besenwagen war schon leer rein. Ja, die zweite steht da. Ja, ist ja. Auch schon leicht besetzt. Ja, nein, das ist jetzt hart, glaube ich, wirklich, oder? Jetzt kommt nur Zeitlitzel, Boxenzoll. Okay, ja, super. Ring? Aber wieder top auf jeden Fall. Also ja. Dank alle auch die, was man eigentlich dabei hat. Nein, das gefällt mir. Witzig. Und der Stieg lohnt mir wirklich bald an. Ja, war voll geil. Wirklich. Ja, super. Mahlzeit. Danke. Wie ein Käsekreiner hat es. Passt. Starten wir den dritten Checkpoint rein, oder? Sicher. Was steht dir vor? Pfaffensalz. Pfaffensalz. Highlight, oder? Steilste Stinkler. Bereit, Männer? Ich würde sofort nochmal als Gladiator angesprochen werden. Hast du weggefunden? Ja, nicht. Wo er da war, glaube ich. Hä? Glaube ich, kann ich geben. Zündkerzen, aber nein, glaube ich nicht. Kommt sein. Der Gas hat er auch ganz abgenommen, oder? Hä? Ab und zu wieder geschossen? Ja. Tu mal einen Zündkerzenschuh rüber. Warte, ich probiere einmal. Werkzeug.
Zündkerzen wollte ich. Bei dir oder was? Nur mehr geschossen und gefüllt. Das war urwahrlich. Ich muss auch gleich das aus. Alle Probleme. Wie schaut's aus, Professor? Passt, weißt du. Einmal kurz zeitig. Warte, ist es war aber jetzt das härteste, oder? Vom ja, Tag. Ja. Okay. Jetzt haben wir es geschafft, ne? Jawohl. Schaut's bei euch aus? Luke auf, kommen wir hin. Ja. Ich war schon fast tagelang gehofft, aber. Alter, der war so steil, Alter, der Zaun ist beschleunigt bei mir vorbei auf, oder? Das sagt so mir schon alles, Alter. Oh, es sah die Grüne nicht Ich hab's versucht. Mal einen Applaus oder? Geben, ja. Wollen wir noch weitergehen, oder? Zotti macht schon wieder irgendwelche Hundegesichter. Ja, sicher. Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie haben wir recht. Ja. Sehen wir sich da so ein Wohnraum mit viel Schweiß gönnen. Ja. In der Fachsprache hast du das gesagt. Genau, ja. Wie viele Liter Sprit haben Sie jetzt schon verfahren, Herr Zotti? Puh, Nachtanks haben wir 16 Liter. Ja. Ich schätze, dass 1,5 Liter pro Tank auch weg sind. Ich schätze so 19 Liter. Okay, wie viele Kilometer haben wir schon? Puh, wie... Was da? Sparsam. Wild. Also in Glocknitz gibt es 4 Tankstellen, oder? Da kommt man schon einmal zu bevor. Ja. Kommt man machen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon auf ein Bier, oder Chris? Ja, genau. Ja. Das werden wir jetzt mal brauchen. Ich glaube,
Kannst du wieder weitergehen? Ja, da kann ich nur sagen, dieser Kerzensaft schenkt mir wieder Lebenskraft. Sehr gut, sehr gut. Was ist denn da los? Ah, den Kolben zu tief reingebuttert. Kolbenrei war das? Ja. War der Räuber da? Der war der. Der Dieb. Wo ist der Bannenschlosser? Tada! Ui! Ui! Was? Was? Ist rausgekommen? Ja, ja. Super, Zotte! Oder kümmere ich dich? Macht's zu, den Scheiß! Jetzt müssen wir das aufhören, was du da gesagt hast, was du da hast. Italkit und 24 auf der. Italkit 24, ohne Kerzenschild. Ohne Kerzenschild. Das musst du mir anschauen, schau das mal an. Starten wir an. Auffällig aus eigentlich. Ja, voll. Ja, ganz. Kiva hat schon gecheckt letztens. Wirklich? Haben sie aufgehalten oder was? Wer sagt jetzt einen Trinkspruch? Zotti, du bist einer für Trinksprüche, das habe ich schon gesehen. Warte, jetzt probier es nochmal. Auf die Wehr, scheiß der Hund, hochlebe ein paar am Punkt. Prost! Bist du noch ein Montag, gell? Nein. Okay. Überhaupt. Dann mache ich das Ende, okay? Na gut, Burschen, die Motor kommt zu einem Ende. Stellt euch zusammen nochmal. Alle noch bei Bewusstsein. Ja. Alle noch jedes Körperteil drauf. Alles drauf. Nächstes Jahr wieder. Fix. Neuer Motor. Sicher. Gezwungenermaßen. Gänzlich, als hätte der Betrieb, wenn wir da nicht drüber reden. Ja. Also ein Resümee von der Veranstaltung. Mega geil. Mega geil. Super, super veranstaltet. Ja.
Du musst dann einmal drauf drücken, dass man es senkt. Super Veranstaltung, ja. Super Streckenführer. Ja, mega, mega Rundkurs. Ich habe zwar nicht viel von der Aussicht mitgekriegt, aber, aber so auf die Büdel im Nachhinein, mega geile Gegend, super ja. Kurs, super Organisation. Ja, war klasse, gell? Ja, gut, also wir kommen nächstes Jahr wieder, die Motorveranstaltung, da schauen Sie nämlich immer das Video an, das wird jetzt nicht sportlich sein. Alles klar, ja. Ja. Ja, wir waren kurz auf der Supermoto auch, die ja. Waren auch gut, aber nicht so geil wie die Moto, muss ich gestehen. Supermoto! Kurzen Gruß an das Hotel Zentral, ja. Wahnsinnsorganisation, ja. Grüße auch nach Hause zum DAX, ja, der hat das mit den Zimmer zaubercheckt. Ja. Wir haben zu sechs Leute fünf Zimmer gehabt, eins haben wir sogar zurückgegeben, zweimal falsche Belegung. Zweimal Küche drinnen. Zweimal Küche, ja. Also wir kommen wieder, eure Supermotorfahrer.